Hey, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute soll es nochmal um das Galaxy Tab A9 Plus in der 5G-Variante gehen. Speziell jetzt über die Erfahrung, die ich jetzt innerhalb von, ich denke mal, so 2 Wochen gemacht habe. Und eins kann ich sagen, ich bin positiv überrascht. Ich hatte ja anfangs meine Bedenken, dass dieses Tab hier, was ja in meinem Fall jetzt hier mit 4 GB Arbeitsspeicher kommt und 64 GB internen Speicher, naja, ein bisschen vielleicht so schwerbrüstig auf der Brust daherkommt. Aber dem ist nicht so. Ich muss sagen, in den 2 Wochen habe ich gerne das Tab hier benutzt. Und ich habe ja hier auch noch das Lenovo Tab M10. Das ist gar nicht mehr zum Einsatz gekommen. Ich hatte ja auch gerade gesagt, dass wir hier 4 GB Arbeitsspeicher haben und 64 GB internen Speicher. Übrigens gibt es das Galaxy Tab A9 Plus auch in einer Variante mit 8 GB Arbeitsspeicher und 128 GB internen Speicher, was natürlich dann auch wieder ein bisschen mehr kostet. Preise blende ich mal unten ein. Und ich dachte so, wo ich das gesehen habe, was der hier so für eine Ausstattung hat, ne? Zum Beispiel hat der hier als GPU die Adreno 619. Der verbaute Prozessor und halt die GPU, also Grafikchip, ne, sind halt, muss man wissen, nicht High Performance, sondern das hier ist von Samsung das Einsteiger-Tablet und somit wurde hier nur, ja, wie soll ich sagen, untere Mittelklasse Komponenten verbaut. Nichtsdestotrotz ist dieses Tab schneller als wie das Lenovo Tab M10. Ich habe es auch getestet und ich habe mal den Geek Benchmark und da kann man schon sagen, dass dieses Tab von Samsung hier deutlich schneller ist, aber natürlich noch weit, weit weg von all den anderen Tablets, ne? Sag mal jetzt mal von den höheren preisigeren Tablets, wie zum Beispiel das Galaxy, was ist denn das? Die S-Serie da, ne? Aber ansonsten macht dieses Tab hier alles mit. Worüber ich positiv überrascht bin, ist die Akkulaufzeit des Tablets hier. Und wir erinnern uns, wir haben hier eine Akkugröße von 7040 mAh. Ich habe hier mal den Timer zur Hilfe genommen. Den habe ich immer aktiviert, sobald ich mit dem Tablet aktiv was gemacht habe. Das heißt mal dahingestellt, ob ich jetzt ein Spiel gezockt habe oder ein Video bei YouTube geschaut habe. Und wie gesagt, ich habe gestoppt und habe das auch mal verglichen mit in den Einstellungen mit dem Akku. Kann das euch auch mal einblenden. Ich habe einen Screenshot auch davon gemacht. Und das erste Mal, wo ich das halt gestoppt habe, ich habe das 2-mal gemacht. Und das allererste Mal bin ich dann auf einen Wert gekommen. Jetzt habe ich leider die Stoppuhr vergessen, einen Screenshot zu machen. Aber das kommt so ungefähr hin. Zum Beispiel hier in den, also die Anzeige hier in den Menü, also in den Einstellungen unter Akku, wenn man dann auf Erweitert geht, ist relativ genau. Und da habe ich ein, hier steht jetzt Zeit beim eingeschalteten Bildschirm, also wenn ich aktiv was gemacht habe, 9 Stunden und 16 Minuten. Bildschirm aus zum Beispiel Zeit, aber das fällt für mich jetzt nicht groß oder hat für mich keine Relevanz, weil da fordert man ja das Tab nicht. 1 Tag und 2 Stunden. Hier zum Beispiel, was habe ich hier gemacht? Hier habe ich zum Beispiel gezockt. Ich habe jetzt hier Ethereum gespielt, SimCity, dann habe ich YouTube geschaut. Und ich blende das mal oben ein. Das ist jetzt das, was ich grob benutzt habe, um das Tab so ein bisschen zu fordern. Und ja, könnt ihr gucken, wie viele Stunden ich da dran saß. Das zweite Mal, da habe ich sogar jetzt das geschafft, Blitzscreen. Da bin ich dann auf 9 Stunden und 46 Sekunden gekommen. Und das Tab sagt 8 Stunden und 49 Minuten. Ja, Bildschirm aus, 2 Stunden und 34 Minuten. So, hier habe ich dann auch wieder SimCity gespielt. Dann habe ich YouTube geschaut und 2 Stunden 36 Netflix geschaut.
Wo wir schon bei Netflix sind, HD ist Wiedergabe. Das war jetzt mal ganz kurz reingeschmissen. Aber wir sind noch beim Akku. Dann kommen wir mal zum Laden. Ich habe hier auf meinem Handy ein paar Fotos drauf. Die werde ich natürlich hier auch einblenden. Und zwar das Laden. Das ist jetzt immer abhängig von dem Netzteil, was ihr habt. Also von dem Ladeadapter. Ich zum Beispiel habe jetzt zwei Netzteile oder Ladeadapter ausprobiert. Der eine mit 10 Watt und der andere mit 20. Wenn ihr jetzt also geladen, habe ich immer das Tipp bei, wenn noch 20% drauf waren. Habt ihr jetzt einen Ladeadapter mit 10 Watt, seid ihr bei 4 Stunden. Das ist schon ganz schön heftig. Ich empfehle wirklich einen größeren zu nehmen. Ich glaube, das Tipp kann bis zu 25 Watt. Ich habe dann ein 20 Watt Netzteil drauf oder angesteckt. Und da sind wir dann gekommen, Moment, auf 2 Stunden und 43 Minuten. Also, das ist ein bisschen weniger. Da muss man gucken, ne, was ihr zur Verfügung habt. Also, ein Schnellladegerät mit 20 Watt würde ich dir definitiv empfehlen, weil der 7040 mAh starke Akku, der braucht natürlich, ne, der braucht er nicht mit einem 5 Watt Netzteil, dann dauert das ja Ewigkeiten. Spiele zocken, ja, weil einige nutzen das ja auch zum Zocken. Diese ganzen Gelegenheitsspiele, wie ich zum Beispiel jetzt hier SimCity drauf habe, oder ein kleines Grafikabenteuer, Ethereum, da kann man sagen, geht alles flott, läuft alles, sieht auch gut aus, finde ich. Also von der Sache her, wenn ihr mal, ja, auf dem Sofa lümmelt und ihr nicht gerade Fernsehen gucken wollt, so diese Spiele laufen. Aber es ist eigentlich, kann man sagen, bei jedem Gerät laufen die Spiele. Ne? Es ist immer auf, wie lange laden die dann, also wie lange sind die Ladezeiten und ob halt das Tab dann bei der Grafik ein bisschen was runterschraubt. Aber hier ist es trotz der Adreno 619, passt das schon. Ich kann da ehrlich gesagt nicht meckern. Ich meine, das ist hier kein Zockelcomputer oder sowas. Videos schauen und Filme schauen. Absolut top. Bei den Lautsprechern war ich mir anfangs nicht ganz so sicher, bis ich dann herausgefunden habe, dass dieses Dolby Atmos, was das ja hier unterstützt, das Tape, überhaupt nicht aktiviert ist. Das müsst ihr dann in den Einstellungen machen. Ne? Hier oben in den Einstellungsfenster geht ihr nochmal weiter runter. Und dann, zack, da geht der Wisch, swipet ihr nochmal. Ich weiß gar nicht, ob ihr das jetzt überhaupt hier seht in diesem tollen Licht. Und da habt ihr dann Dolby Atmos. Ich empfehle, macht euch das rein. Auch wenn das jetzt kein Kinosound ist oder, ne, aber der Ton klingt definitiv besser. Da kann ich also auch nicht meckern. Wir haben ja hier diese LTE-Variante. Ist auch toll, wenn man damit auch telefonieren kann. Also ich kann schon sagen, ich habe mit dem telefoniert. Das war nicht beabsichtigt. Aber ich konnte mein Gegenüber gut hören. Er konnte mich gut hören. Die Kameras, bitte, die habe ich jetzt nicht weiter getestet. Das stand für mich jetzt nicht groß im Fokus. Ich kann mal ein paar Bilder machen damit und blende die dann zum Ende ein. Einmal mit der Frontkamera, dann vielleicht auch noch mit der Rückkamera bei relativ guten Lichtverhältnissen. Ich meine, eigentlich, wenn man so einen Tab hat und man nutzt das ja eigentlich zur Videotelefonie und wir haben ja hier auf der Frontseite eine 5 Megapixel-Kamera und auf der Rückseite als Hauptkamera eine 8 Megapixel-Kamera. Das sind nicht die besten, muss man so sagen, wie es ist. Und wie ich jedes Mal erzähle, und ich weiß auch gar nicht, warum das die Hersteller nicht machen, macht doch die Frontkamera. Gebt der Frontkamera die bessere Kamera als wir hinten, weil, hey, so ein Tablet ist prädestiniert dafür, um Videotelefonie zu machen. Aufnahme, Frontkamera, Video. Bin mal gespannt, wie die Aufnahmen sind. Guck mal rein dann. Nice. Und da will man doch in den heutigen Zeiten doch ein vernünftiges Bild haben. Das muss doch funktionieren. Wenn die Kamera nur 5 Megapixel hat und die macht ein tolles, gestochenes, scharfes Bild, ne, ohne irgendwelche Verpixelung, auch bei etwas schlechteren Lichtverhältnisse, wäre das echt super.
Meine Meinung. Ich weiß nicht, ob ich damit alleine stehe, aber meine Meinung. Eins will ich jetzt noch zeigen. Das ist so ein kleines Highlight für mich. Oder, ja, okay, Highlight kann man eher vergessen, aber eine schöne Spielerei. Was mir eigentlich relativ gut gefällt. Ich sehe ja gerade minus 8 Grad. Das ist überhaupt nicht schön. Und zwar ist das, wenn man jetzt den Stecker hier zum Laden in das Tab steckt, dann gibt es hier nämlich so eine Funktion, die schimpft sich Deliport. Die öffnet dann und hat man dann quasi hier, wie man das von Alexa vielleicht so kennt, so einen kleinen Screen, der dauernd leuchtet, entweder hier mit der Uhrzeit. Dann hat man hier, da kann man hier Notizen schreiben, die dann immer so abgespielt werden. Halt, SmartThing haben wir hier auch. Ja, SmartThing. Das hier ist dann, wenn ihr irgendwelche Smart Home Geräte habt, da müsst ihr selber mal gucken. Ich habe das einfach nur mal so zum Quatsch gemacht. Da müsst ihr dann die jeweiligen Apps dazu haben. Und ja, fummelt euch da selber mal durch, wenn ihr das haben wollt. Ansonsten, ne, wie Uhrzeit. Oder haben wir so eine Art, ja, Bildschirmschoner mit Uhrzeit und Temperaturanzeige. Ja, die drei hab. Ich finde das eigentlich gar nicht mehr so schlecht. Ist halt nur eine Spielerei, muss man nicht haben, aber ich wollte darauf mal hingewiesen haben. Wenn bei euch das so noch nicht aktiviert ist, sobald ihr den Stecker reinsteckt, erscheint hier oben in der Menüleiste halt, ne, Deliport. Und da könnt ihr dann drauf gehen. Ich habe das jetzt hier so eingestellt, dass das automatisch dann kommt, wenn natürlich das Tab aktiviert ist. Und das kann man sich dann so einstellen, wie ich das jetzt habe, indem man jetzt in die Einstellung geht. Wir können ja mal kurz gucken. Deliport. Deliport. Und dann habt ihr dann hier die, ja, Einstellung. Was angezeigt werden soll. Dia Show, SmartThing, Memo und so weiter und so fort. Ihr könnt dann hier entscheiden, entweder beim Akku beim Aufladen oder ihr könnt das auch als, ja, Bildschirmschoner nutzen. Das jetzt mal so nebenbei. Nur noch mal zu erwähnen, wir haben hier auch eine kleine Seitenleiste, wo ihr dann eure wichtigsten Apps da reinsetzen könnt. Quasi wie so eine Art, ja, Schnellstartleiste. Kommen wir zum Fazit zu diesem Tipp hier. Das Galaxy Tab A9 Plus in der 5G-Variante mit 4 GB Arbeitsspeicher und 46 GB internen Speicher. Wie ich schon anfangs erwähnt habe, ich finde es jetzt gar nicht mal so schlecht. Auch wenn wir hier in der Plus-Variante die kleinere Variante haben, eben mit diesen 4 GB, es reagiert flott. Man kann gut damit arbeiten oder sich die Zeit vertreiben, je nachdem, ja, wie man es will oder wie man es sehen will. Und ja, Bild ist gut, die Farben gefallen mir, Akkulaufzeit ist toll. Es ist eigentlich ein echt guter Allrounder. Surfen, bisschen zocken, Videos schauen, Filme schauen, alles kann's. Und von mir kriegt das Tape einen Daumen nach oben. Was ich mir jetzt noch wünsche, ist, dass der Preis etwas nach unten geht. Weil ich weiß nicht, wie momentan die Preise sind. Also ich habe es damals, glaube ich, für 249 € gekauft. Naja, ich fand es ein bisschen teuer, aber lass mal das jetzt mal so stehen. Ihr könnt gerne auf die Preise achten. Also ich kann es jedenfalls empfehlen. Mir macht es echt Spaß. Und ich glaube, dieses Tipp wird jetzt erstmal mein Lenovo Tab M10, ich glaube, was war M10, ja, der dritten Generation ablösen, weil ich bin gerne an dem Ding. Und ja, was soll ich da noch groß sagen? Das Einzige, was ich jetzt noch sagen kann, wenn für euch das Video informativ war, gebt dem Video einen Daumen nach oben, lasst ein Abo da, oder dann würde ich sagen, ja. Findet ihr alles unten in der Videobeschreibung, einen Link zu Amazon. Da könnt ihr da auch nochmal schauen. Und wer weiß, vielleicht kauft ihr das ja. Würde ich mich natürlich drüber freuen, weil ich krieg da so ein paar Mini-Prozentchen.
Und das würde natürlich auch den Kanal hier unterstützen. Ja, ansonsten denke ich mal so mal durch. Das nächste Video, was kommen wird, wird tatsächlich schon über mein Balkonkraftwerk sein, und zwar über einen Speicher. Ich habe mich entschieden und ich habe den sogar schon bestellt, obwohl wir jetzt erst Januar haben. Also, wenn ihr das nicht verpassen wollt, ne, abonnieren oder so mal nochmal vorbeischauen. Und ansonsten sage ich jetzt erstmal, Leute, macht's gut und wir sehen uns im nächsten Video hier auf meinem Kanal. Also dann, ciao!